Okay, mein Lieben. Ja, also, wie du das hier siehst, einer von den Behältern haben wir das Wasser. Das ist 200 Milliliter Wasser drin, also an diesem Raumtemperatur. Es ist circa genau so 200 Gramm. Insgesamt mit dem ganzen Behälter ist es 299 Gramm. Ja, das habe ich schon gemessen und das ist schon da. Da brauchen wir jetzt den Sand. So, also die erste Sache, was wir hier sichern müssen, dass in diesem Behälter, inklusive dem Behälter, wir brauchen 299 Gramm Masse. So, das machen wir dann schön vorsichtig. Siehst du das? Siehst du das? Hast du gesehen? Ja. So, jetzt haben wir hier 299 Gramm. Sehr schön. Geld. Thermometer auch hier rein. So. Sehr gut. Ist genau in der, ungefähr in der gleichen Höhe wie bei dem anderen. Ja. So, jetzt haben wir hier unsere Aspid-Taps. Zünden wir hier an. So. Schön. So, das hier. Beide brennen schon. Schön. So, und jetzt werden wir das jetzt hier schön in die obere Mitte setzen. Genau, dass es da irgendwie möglichst drunter liegt. Und schön. Ja, gut. Okay. Anfangstemperaturen sind jetzt 23 bei Sand. Oh, beide 23. Sehr schön, das ist Raumtemperatur. Sehr schön, und starten wir den ja, 23 Celsius Grad. Sehr schön, so, gut. Und jetzt messen wir das mal. So, und schauen wir mal, ob da irgendetwas Neues passiert. Ja, genau. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit. Ja. Also erstmal ist es 23 Celsius Grad. So. Diese Aspid-Gucker, die sind schon eine spannende Sache. Früher hat man das ganz gerne auch in den Bergen benutzt. Ja. Und diese kannst du auch so einen kleinen Aspid-Kocher da kaufen. So, kostet nicht viel. Ja. Und damit kannst du, also kochen kannst du nicht richtig damit, ja. Ah, eine Minute. Und noch eine Minute. Ah, hier, der Wasser ist schon 25. Der Sand bleibt noch 23. Ah, ja, sowas. Wo ist meine Kreide? So, ist meine Kreide. Nochmal, das Moment, ja. 25, 23, der Sand hat sich nicht viel geändert. Ja.
Ja, oh, das gibt es jetzt schon. Wow, guck mal, also. Ja, der Wasser ist schon bei 28. Ja, der Sand tut noch nichts mehr. Ja, tut noch nichts mehr. 25, ja? Hey, das ist jetzt hier 28, Sand 28. Oh, das ist schon. Sand ist 28. Das ist schon 24. Ja, schön geht weiter. Geht. Oh, guck mal. Das Wasser ist schon bei 30. Der Sand braucht seine Zeit. Ja, ist schon diese S-Bitco ist schon eine coole Sache, ja, eigentlich. Also das ist so ein fester Petroleum eigentlich. Also man kann so Konserven aufwärmen. Richtig kochen kann man damit nicht. Heutzutage benutzt man einen Gaskocher, ja. Damit kannst du richtig kochen. Ey, das ist jetzt hier 3 Minuten, ja, okay, also das Wasser ist bei 33 Celsius Grad. 30. Und da ist es scheinbar 25 zu sein. Muss man wirklich mal. Ja, er hat schon bei 25. Ja, es geht langsam, langsam. Also, boah, der Wasser zieht richtig. Der Wasser geht. Ja. Das ist ein cooles Ding, ja. So. Ja, wir haben noch 1,5 Minuten, ja, während noch die Sache. Das Wasser ist schon bei 26, 27. Ah, okay, das ist noch schön. Ja, wir sind bei 38. Bei 38 sind wir hier. Und bei dem Sand sind wir bei. Ja, so ähnlich. So können wir irgendwie bei 25. Ja. Zwischen 25 und 26. Na, der letzte Runde, ja. Wie geht es jetzt hier noch? Wie weit geht es? Oh, das. Guck mal, das Wasser ist schon bei 40. Ja. Und schon bei 40 hochgegangen, dann ist schon fast weg. Also wir sind bei 40. Okay. Wir sind bei 40. Ja. Und bei dem Sand sind wir. Das Bär noch ein bisschen. Warte mal, ich von der anderen Seite. Ja, 26. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Leute, ist das. Teste. Siehst du? Warte mal, langsam. Wir müssen das mal sehen. Ja. Okay, so. Das ist ja richtig. Ja, hoffentlich kann das sehen, dass also wir haben beide startet bei 23 Celsius Grad. Ja? Bei was habe ich gemacht? Oh, ich habe ganz falsch gemacht. Guck mal, es ist nicht. So, das ist das Wasser und das ist der Sand. Ja, also bei Wasser. Ja. Bei Wasser ist 23, 25, 28, 33, 38, 40 bis 40 Celsius Grad. Dann konnten wir die Temperatur mit einem einzigen Tab erhöhen. Und bei dem Sand 23, 24, 25, dann ist es irgendwie zwischen 25 und 26. Und wir haben geendet bei 26 Celsius Grad. Okay, meine Lieben? So, das war unsere Messung. Und wie besprochen jetzt, schön diese Werte
ein Koordinatensystem darstellen, versuche meine Beobachtung zu formulieren, eine Schlussfolgerung zu machen und versuche dafür irgendwie eine Hypothese, eine Vermutung so zu formulieren. Naja, was könnte hier eine Erklärung dafür sein? Okay, meine Lieben? So, also das ist das Programm und wir sehen einander dann in der nächsten Physikstunde noch in dieser Woche. Ja? Bis dann, noch einen schönen Abend, schönen Tag.